Die Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesamtschule in Duisburg-Hamborn hat einen kleinen Schatz und der ist im Botanischen Garten.
dahin. Okay. So, ihr habt ja jetzt alle eine fertige Zeichnung angestellt von der Wasserpestplatte. Was ist euch denn jetzt aufgefallen? Warum könnten denn jetzt die Blätter grün oder pink sein? Hi. In den Zellen so ein kleiner farbiger Zeichen. Beantwortung der Problemfrage, dass es an diesen grünen Teilchen innerhalb der Zelle liegt. Und diese Bestandteile innerhalb der Zelle nennt man auch die Chloroplasten. Thank you.
So, wir haben jetzt die Messungen soweit abgeschlossen. Wollen wir mal gucken, was hat man für Ergebnisse bekommen? Bei den abiotischen Faktoren, die Temperatur. Welche Temperatur hatten wir denn? 5 Grad. Hier, was hatten wir für Nitratgehalt? Alena? Und Wasserhärte, was hatten wir für eine Wasserhärte? Ja. 2,8 Grad. Biotischen Faktoren. Schauen wir uns als erstes an. Phytoplankton. Was habt ihr da gefunden? Serjan? Fahrrad. Kirch? Ja. Haben wir noch mehr gefunden? Enza? Wasserwitze. Ja? Okay, gucken wir weiter beim Zooplankton. Ja? Der Wasserflug. Wasserflug. Mehrzeller, haben wir auch Mehrzeller gefunden? Habt ihr mehrzellige Lebewesen gefunden? Ich habe einen gefunden, eine Schnecke, Wasserschnecke. Ja. Okay. Welchen allgemeinen Eindruck hat dieser Teich auf euch gemacht? Könnt ihr dazu was sagen? Zeller? Also durch die abiotischen Faktoren war es wenig belastet. Okay. Cousin? Ja, also bei dem Wasser war ganz viel Wasser mit sitzt. Wollen wir noch mehr sagen? Okay, wir sehen also insgesamt haben wir hier einen Teich, der sowohl durch seine abiotischen als auch durch seine biotischen Faktoren eigentlich in einem ganz guten Zustand ist. Okay, dann bitte ich euch jetzt alles aufzuräumen. Wir gehen jetzt wieder zurück in die Schule.